Am Start im Pausenbildschirm und wenn ich jetzt die Pause-Taste nochmal drücke, fahre ich unter dem Ziel hindurch. Wunderbar. Und denke, man muss hier hochjumpen und da ist schon ein zweiter Zielbalken. Wunderbar. Der gute Kill Bill hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es in diesem Level natürlich keinen Schalter, sondern diese 5 Yoshi-Coins gibt, mit denen ich dann diese Blöcke da erlöschen lassen kann. Super, die Abkürzung hat mir jetzt im Nachhinein natürlich nichts mehr gebracht. Iggy the Crazy, ab geht's. Vermutlich gibt's auch in diesem Schloss einen Orb. Oh Gott. Oh Gott, wenn ich das schon sehe hier, ne, mit Licht. Also Licht finde ich natürlich gut, aber nur, wenn es auch über den ganzen Bildschirm geht, ja. Naja, auf jeden Fall soll es auch hier dann wohl so Orbs geben, wie in jedem Castle. Naja, mal schauen. Das da oben macht mich schon stutzig, ne? Brächte mir das was, wenn ich da dran käme? Ist mir das überhaupt möglich? Nee. Aber ich glaube nicht, dass es da irgendwo hingeht, ne? Es sei denn, ich kollidiere nicht mit dem... Komm, gib mal Gas, Mario. Können wir so hoch... Na gut, egal. Ich tue mal so, als wäre mir das egal. Nein, es ist mir überhaupt nicht egal. Komm. Aber schön, dass wir Squawk nochmal wiedersehen. Nochmal in einer anderen Funktion. Nee, das ist nicht so klug. Da hätte ich vielleicht auch nochmal einmal abwarten sollen. Aber warum? Ging doch gut. Nein! Dein bekackten Feuer. Okay, okay, alles klar. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Orbs sein könnten, ja? Also, ich check einfach mal alles Verdächtige ab. Okay, die helfen mir jetzt tatsächlich. So, will ich den schon aktivieren? Weiß ich nicht. Bringt er mir was? Nee, da... Ach so, ah ja, der ist dafür da, wenn die roten Blöcke nicht da sind, dass ich da dann auf jeden Fall drüber komme. So, Panzer. Why not? Weil ich kann. Ganz einfach. Warum nicht? Weil ich kann. Ist das eine korrekte Antwort? Ist das eine sinnvolle Antwort auf diese Frage? Warum nicht? Nein. Na gut, komm. Dann ist mir der blöde Panzer jetzt auch egal. Hier würde ich nämlich auch nochmal neue bekommen. Ah, schade. Ich mir jetzt wahrscheinlich wieder viel Arbeit sparen können. Ne? Aber Moment. Er kann ja auch irgendwie die Seite switchen. Das ist schon ein bisschen blöd so, ne? Das ist schon sehr blöd so. Aber ich glaube, deshalb waren hier unten jetzt auch keine Hindernisse. Sodass, wenn ich nach links laufe, ich auf jeden Fall kein Life verliere. Denn das wäre unfair. Sehr gut mitgedacht, lieber Hack. Ich habe das Gefühl, dass Klein in dem Level gar nicht so schlecht ist. So, jetzt ist hier natürlich die Frage. Okay. Also ein bisschen zu einfach, finde ich, mit den roten Blöcken. Darf man das mal so sagen? Okay. Ich meine, gerade habe ich noch gesagt. Wow, you know what? I've had it. How dare you use me like this? I'm tired of doing things your way. Prepare to defend yourself. Okay. Ach so. Oh, hier. Er ist jetzt böse auf mich. Was ist denn los mit dir, Alter? Und irgendwann spuckt er was, was ich werfen kann oder so? Was ist denn los mit dir, sag mal? Ah ja. Okay. Das ist doch auch paradox, ja? Erst trägt er mir diese blöde Lampe und jetzt, wenn ich ihn besiege, dann brauche ich die Lampe überhaupt gar nicht mehr, weil alles hell erleuchtet ist. Na gut. Ich es liebe. Scrolling Level und dazu noch diese Sichtbegrenzung, ja? Nein! Wie ich mein Unglück schon hatte kommen sehen. Plus kommt perfekt. Na gut, dann springe ich halt gleich ins nächste und. Wow, 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 wow. Mega Reaktion von mir. Mal wieder hier. Zack. Oh, du blödes Game. Ich dachte schon, jetzt muss ich mich
entscheiden für einen der beiden Wege, aber nein, dem ist nicht so. Und ich habe immer Angst, dass hier oben ich dann was verpasse, deshalb teste ich das mal ganz kurz mit dem Safe State. Sonst nutze ich die Safe States natürlich nicht. Schon spannend, ne? Geht auch schon schnell genug, ne? Also da wird einem auf keinen Fall langweilig. Ja, ist gut. No problem. Nein, nein! Ich will es austesten. Ich will nichts verpassen. Zumindest nichts. Kann ich das retten? Nee. Okay. Na, dann gucke ich da oben halt nicht nach. Da bei den vorherigen nichts war, gehe ich mal davon aus, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass da oben auch nichts ist. Und das befriedigt mich für den Moment ausreichend. Yoshi-Coin, die schalten bestimmt was frei. Okay. Ich glaube, das wäre sich nicht ausgegangen. So, was willst du? Ups. Sorry. Bin ich schlecht zum Teil einfach nur, ne? Obwohl, hier schaue ich mal. Ist jetzt nicht hier irgendwie was mega Secret-mäßiges? Ne, da wäre echt Ende. Okay. Dann gehen wir mal in die Boss-Tür. Achso. Verstehe. Jetzt wahrscheinlich. Ne, hä? Soll ich doch auf ihn springen? Nee, soll ich nicht. Also ersten Fehler, glaube ich, schon bemerkt. Ah ja. Er soll also da oben einen Block wegmachen, damit dann ein Koopa da rausfällt, mit dessen Hilfe ich was machen kann? Wahrscheinlich das nicht. Komm, schieß nach oben, schieß nach oben, schieß nach oben! Mein Freund, go, go! Dankeschön, 100 Sekunden bleiben mir noch. Muss reichen. Das lasse ich mir nicht bieten. Das lasse ich mir nicht bieten hier. So. Okay, das war Treffer Nummer 1. Diese Lava-Feuer-Dinger interessieren mich jetzt mal nicht so, denen auszuweichen. Ist doch irgendwie möglich. Gut, den Hit kassiere ich. Jawohl. Treffer Nummer 2. Einen noch, einen noch. Komm. Nein! Wow. Go, go, go. Mario. Obwohl, nee, was sage ich Mario? Ich meine, Mario kann ja gar nichts dafür jetzt. Das ist ja irgendwie da der Magic Koopa, der was machen muss, ne? Jawohl, komm. Nein, daneben! Bist du ein Bongo, ey. Jetzt mache ich mir doch ein bisschen Sorgen um die Zeit, obwohl das könnte es schon gewesen sein. Nein! Ah, jetzt fängt er erst richtig an, oder was? Auch hier wieder die große Frage, ist er abgehauen, oder was war das jetzt? Na, schauen wir mal, ob wir ihn noch wiedersehen im Laufe des Hacks. Oh, thank you. The crazy one, Iggy, negotiated, bla 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 bla. Schön. Auch wenn die Landschaft jetzt nicht mit dem übereinstimmt, was wir auf der World Map gesehen haben. Ja, continue and save. Dread Homing Bell, schauen wir uns beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.